Herr Brentsch, Sie hatten heute den Vorsitz im Branchenparlament. Wie war die Diskussion? Es war eine sehr angenehme Diskussion, sehr sachlich, durchaus engagiert geführt, aber nicht mit hochtreibenden Emotionen. Also es war wirklich eine sehr zielstrebige Versammlung heute, ja, mit guten Ergebnissen. Also das Branchenparlament hat beschlossen, dass die Verkehrsordnung bezüglich der Bezugsbedingungen geändert wird. Worum ging es dabei? Herr Röhrl hatte im Juni 2012 auf der Hauptversammlung den Antrag gestellt, dass in Zukunft die Verlage die Transportkosten zu tragen haben. Dieser Antrag ist von der AG Pro, die diesen Antrag zur Bearbeitung bekommen hatte, abgelehnt worden. Allerdings ist genau geregelt worden für die Zukunft, was ein Verlag an Versandkosten berechnen darf, maximal berechnen darf. Und damit ist einfach eine Sicherheit für den Sortimenter in Zukunft gegeben, wie hoch maximal das Porto sein darf. Damit kann er den Preis reduzieren, den Rechnungspreis reduzieren, wenn ein zu hoher Betrag angesetzt worden ist. Ein anderes Thema waren die Metadaten. Wie ist hier der aktuelle Stand? Es wird eine Arbeitsgruppe geben, die sich zusammensetzt aus Verlegern, Sortimentern, Zwischenbuchhändlern, aber auch Juristen und weiteren Fachleuten, die das Thema weiterarbeiten und die ganz genauen Anforderungen ermitteln werden, damit wir wirklich eine runde Sache nachher haben. Der Sortimenterausschuss ist aber der Meinung, dass wir, bevor uns mit diesen Dingen befassen müssen, auch ganz massiv mit dem Thema Datenqualität auseinandersetzen müssen. Und erst wenn die Datenqualität gewährleistet ist, macht es auch Sinn, eine Metadatenbank zu schaffen. Und hierzu ist die MVB aufgefordert worden, Mechanismen zu entwickeln, die dafür sorgen, dass vergriffene Titel, nicht lieferbare Titel nicht mehr gelistet werden im VLB. Der SOA hat seinen Beschluss zur Preisbindung bei E-Books vorgestellt. Wie wurde darüber im Branchenparlament diskutiert? Es wurde nochmal darauf hingewiesen, dass dieses Thema eine politische Dimension hat. Die Preisbindung wurde eingeführt, gerade eigentlich auch um ein Preismarketing zu unterbinden. Also gerade das ist eigentlich Gegenstand der Preisbindung, dass es kein Preismarketing gibt. Zwar ist das ein etwas anderes Thema jetzt, aber wir müssen vermeiden, darauf hinzuweisen, dass man doch irgendwie mit den Preisen spielen kann. Und nur wenn wir möglichst solche Aktionen vermeiden, dann kommt das Signal an, dass wirklich es feste Preise gibt.